jetzt haben wir die erste Location geschafft, jetzt geht es zur nächsten Location und ich bin wieder aufs Outfit gespannt. Ja, ich wünschte, ich könnte im Auto bleiben, es ist so schön warm. Und das Wetter hat sich immer noch nicht verbessert, aber ich habe mich während der Autofahrt umgezogen. Und ja, let's go! Okay, kann losgehen. Ja, sehr gut. Ein bisschen langsamer. Und mit der Bushaltestelle einfach wirklich direkt aus der Schule ab zur Party. Es macht Spaß und man muss auch ein bisschen schmunzeln, weil natürlich ist es jetzt nicht so super ernst oder man würde vielleicht auch nicht so durch die Gegend laufen. Aber Mode darf immer spitz sein. Genau, das haben wir hier gesehen. Guck mal zu mir. Noch weiter, und den Kopf so richtig so rüber. Ja, dahin. Das ist super. Das sieht toll aus. Sehr schön, sehr schön. Gut, Leute, jetzt seid ihr drin. Leute, wir machen wilde Posen jetzt auf dem Roller. Und Cindy, du guckst eher geradeaus. So super, und Claudia zu mir. Und jetzt ein bisschen mit der Kopfhaltung spielen. Ja, super cool, sehr schön. Das sieht doch geil aus. Mega nice. Geil. Ich finde die Bilder richtig cool. Es hat was Verrücktes, Ernstes. Alles drin. Kunterbunt, ich mag es wirklich. Yes. Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich shoote ja schon gerne in der Natur. Aber es macht mir tatsächlich mehr Spaß, wenn es warm ist. Aber ich glaube, ich bin eher so ein Studiomensch. Ja, ich würde das vielleicht auch mal ausprobieren, wenn hier im Profil beide steht, aber beide in die andere Richtung guckt jeweils. So rückwärts für dich quasi. Das heißt auch. Ja, da. Schön, voll schön. Tatsächlich bin ich ganz begeistert. Es läuft alles sehr schnell. Also wir brauchen gar nicht besonders viele Versuche, sondern haben immer so ein paar Schuss und dann sind wir eigentlich schon glücklich. Der Rest ist dann nur noch Kühe, dass wir irgendwie für unser Gefühl denken, wir knipsen jetzt noch ein paar Mal. Also es ist ein sehr einfaches Arbeiten. Ja, super. Haben wir. Das war cool, aber wir mussten uns tatsächlich sehr beeilen, da das Licht immer knapper wird. Das ist wirklich immer wieder so das größte Thema, wenn man draußen shootet, das Licht. Ja, und jetzt haben wir noch eine Location vor uns und hoffentlich klappt es da mit dem Licht. Aber ich fand die super, super cool. Also im Wald, ja, finde ich das immer sehr beruhigend. Das ist das letzte Foto, was wir jetzt machen heute. Einen Solo-Shoot, den wir mit Claudia machen. Wir haben sie hier vor die In-Location in Neuruppin gestellt, nämlich den Minimarkt. Hier gibt es alles, was man braucht. Und genau so enden wir den Tag. Hallo! Oh Gott! Sogar Neuruppin! Darf ich dich umarmen? Ich kenne Claudia von Germany's Next Topmodel und ich freue mich sehr, dass ich sie getroffen habe, weil ich sie sehr sympathisch finde. Hätte nicht gedacht, dass sie auch mich irgendjemand erkennt. Das ist voll krass. Ich hätte nicht gedacht, dass du hier irgendwie bist. Oh mein Gott. Cool. Ich fand es voll süß, weil sie hat erst auf der anderen Straßenseite so Bilder gemacht und dann ist sie rübergekommen. Und dann hat sie gesagt, ja, dass sie ein Fan von mir ist. Und da war ich so, oh süß, sogar ein Neuruppin. Super, super. Das war schön in die Richtung so hoch. Ja. Claudia hat heute einen super Job gemacht. Sie hat den Anweisungen gut gefolgt. Sie hat es direkt umgesetzt. Mit ihrem Partner Sid auch ist sie super umgegangen. Und ja, ich habe tendenziell gedacht, sie ist doch lauter und quirliger, aber sie ist super professionell, kann das dann auch hinten anstellen und hat ihren Job heute sehr gut erledigt. Okay. Haben wir? Ja, ich würde sagen, das haben wir. Ja. Ja.
Oh, ich bin super happy, dass das Shooting jetzt vorbei ist. Ich bin super happy mit dem Ergebnis. Also ich kenne das Ergebnis noch nicht, aber die Arbeit, die ich geleistet habe, ist toll. Also ich habe ja die Bilder schon mal angeguckt, so ein bisschen so reingeloopt in die Kamera und ich bin echt zufrieden hier. Ja.